der Weise der Beziehung provoziert es einfach. Weil es einfach aus dem Rahmen fällt. Weil es einfach nicht das ist, was die anderen Leute sehen wollen. Auf S-Bahnen zum Beispiel auch. Oder auch an Wänden. Die Leute wollen eine reine Stadt haben und wir provozieren. Die Sprengsel provozieren. Richtig. Das ist nur Provokation, hat nichts mit Kunst zu tun, ist reine Zerstörung und Diebstahl, das hat eigentlich nichts zu tun. Das ist echt Freiheitsberaubung. Das grenzt an Freiheitsberaubung. Ja, da muss echt der Mensch muss herkommen, muss auf seiner Wand so ein Bild anschauen, wo Wien draufsteht. Das ist Freiheitsberaubung. Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Diebstahl, Körperbeschädigung. Zum Beispiel das mit dem Stiftschmieren auf S-Bahn ist zur Provokation geworden, weil die Bundesbahn zieht, also mit Vorliebe, das ist also nicht Zufall, das ist mittlerweile Vorliebe, die schönsten Züge und irgendwie die besten Bilder sofort aus dem Verkehr und lässt nur das Geschmier fahren. Das Geschmier ist eigentlich teurer als die Bilder. Also so ein Bild kostet normalerweise zwischen 300 Mark und 1000 Mark zum Putzen. Die mit der Lackierung ist ja die ganze S-Bahn rundherum und innen die Türen und alles, die 96.000 Mark. Das ist ja nur Propaganda. Und also ich habe ja selber schon Rechnungen bekommen, ich weiß es ja. Ach, die 96.000 Mark sind die Kosten für eine Neulackierung, die entstehen würden, wenn ein kompletter Zug neu lackiert werden würde.